Bei mir macht es gerade irgendwie gar nichts. Auf jeden Fall wird mir hier jetzt auch schon der Boss angezeigt, der Enderdrache. Wo bin ich denn jetzt? Boah, mir auch. Achtung, ja. Wir müssen uns hier rausgraben mal. An der Seite am besten. Hier geht's raus. Ja. Ich guck mal, ob's nicht, dass wir hier auf die Fresse fliegen. Musst aber aufpassen, da ist natürlich auch überall der Enderdrache draußen. Ja, ich habe ihn gerade schon gesehen. Der fliegt hier bei mir rum. Nein! Ja. Komm am besten hier rein, da bist du ein bisschen geschützt. Wir müssen jetzt versuchen, eigentlich brauchen wir nur diesen Endstone hier im End. Also diesen weißen Stein hier. Brauche ich ein Wofür? bisschen was für diese Soul Shards. Aber wir können auch versuchen, wenn wir jetzt schon hier sind, den Enderdrache zu killen. Ja klar, wenn wir da einmal hier sind. Nicht, dass wir dann alles verlieren, wenn wir sterben sollten oder so. Auf jeden Fall Ja, ist der ja. Enderdrache folgendermaßen zu besiegen, für die, die es nicht wissen. Der fliegt hier überall rum und wenn du ihn alleine angreifen würdest, könntest du ihn nicht besiegen, weil er sich immer wieder heilt. Hier in der Welt stehen überall Türme rum, mit obendrauf solchen Energiequellen. Die sehen fast aus wie Saurons Auge, so ein bisschen. Okay. Und diese Energiequellen muss man überall zerstören. Ob es mit Pfeilen oder so ist, ist egal. Okay. Und erst wenn alle zerstört sind und er kann sich nirgendwo mehr aufladen, dann kann man den besiegen. Aha. Und Gott sei Dank haben wir den Electric Staff, weil da können wir uns auf die Türme rauffliegen und einfach die Energiequellen kaputt machen. Das So, stimmt, das ja. reicht an Steinen eigentlich schon. Ich esse mal noch ein Brot, damit ich voll aufgeladen bin. Es klingelt schon wieder So, der Telefon. egal. Kannst du hier rausgucken? So, jetzt fliegen wir einfach mal. Da unten ist ein Enderman, das ist sauer auf uns. Ja. Hau ab! Hau ab! Scheiß Viecher. So, und du musst hier natürlich aufpassen, der Welt, wo du hinguckst, weil überall sind Endermen, den darfst du natürlich nicht direkt angucken. Warum? Ich will die aber Nee, klatschen. das wären zu viele sonst. Oh, Guck mal, schade. die ganze Welt ist ja voll. Wir müssen am besten mal. Fliegen wir mal da hoch auf diesen Obsidian-Turm. Wow. Genau, hier siehst du auch schon die Energiequelle des Drachen hier oben. Mann. Scheiß Die Telefon. Dinger müssen Jetzt wir hat. zerstören, aber am besten nicht direkt nebenan, weil die explodieren. Ja. Wow. Und wenn du die alle zerstört hast, da hinten siehst du noch Haufen mehr Türme, ne? Ja. Dann Wow. können wir erst den Drache besiegen. Der Drache. Da kam gerade ein Komet runter, hast du gesehen? Oder sowas. Ja. Ja, Mensch, wer ruft denn da die ganze Zeit an? So, fliegen wir am besten mal darüber zu den ganzen anderen Türmen. Was ist denn das hier? So eine Ender, das ist so eine Statue. Wow. Was war das? Das ist so ein Enderface-Statue. Wo bist du? Da ist der Drache. Wo bist du gerade? Ja, ich renne hier irgendwo rum. Na, ich bin doch nur rüber geflogen. Ach, da bist du. Warte mal, Ja, bleib mal weil es bei stehen. mir ständig Bleib leckt. mal stehen. Ich bin neben dir. Ja, und dann kommt der Drache und frisst mich Hier, auf, ich ist bin neben klar. dir. Jetzt müssen wir einfach versuchen. Wir können auch einfach versuchen, an den Türmen vorbeizulaufen und einen Pfeil hochzuschießen. Weil so kann man die Dinger unter anderem auch zerstören. Wir müssen jetzt einfach die ganzen Dinger da oben zerstören, von denen sich der Drache auflädt. Zack, ich habe auch eins zerstört. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man den Fliegenstab hat. Wow. Die müssen wir alle zerstören, sonst wird der Drache aggro. Zack. So, die hier hast du ja schon zerstört. Das Babyboot ist ja schnell hier. Ja, was denkst denn du, dass ich hier rumpimmel? Ja. So, und erst wenn alle kaputt sind, kann man dann den Drache putt machen. Ey, den wollte ich gerade kaputt machen. So, zack.
Sollte dann vielleicht bald mal den Stab wechseln. Weil der bald kaputt geht. Ey, der greift mich an. Ja. Du musst aufpassen, am besten auf die Tür. Jetzt greifen dich nämlich alle an. Was, die Endermans? Ja. Das ist schlecht, wenn man... Oh, das ist der Drache. Wow, nein, 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 nein. Wow. Wow. War das gerade knapp. Ich wäre jetzt fast draufgegangen. Boah, weißt du, was mir jetzt passiert ist? Ich habe den Drache gerade gehauen. Ja, das ist gut. Weißt du, was mir gerade passiert ist? Nee. Ey, der Enderdrache, der hat mich geschubst. Und auf jeden Fall wäre ich jetzt um Haaresbreite wäre ich fast aus der Welt rausgeflogen. Scheiße. Ich war schon unten im ganz tiefen Schwarzen, habe schon gedacht, das war's jetzt. Aber ich konnte noch rechtzeitig meinen Electric Staff zücken und mich wieder hochschießen. Eieiei, das war arschknapp. Ich bin gerade noch ein paar Energieballen hier zerstören. So, zack, haben wir noch welche? Ich sehe nämlich keine mehr. Kannst du mir deine Koordinaten sagen, wo du bist hier? Boah, der heilt sich ja wieder, das Arschgesicht. Ach, da unten bist du? Ja, da... Hier muss noch irgendwo so ein Ding drin versteckt sein. Ach, da sind noch zwei versteckt. Ich muss erstmal das Obsidian hier abbauen. Pass auf, Enderman hinter dir. Hier beschützt du mich mal vor den Enderman, falls was ist. Hier muss ich die Dinge abbauen. In dem Kopf hier sind auch noch zwei Energiequellen versteckt. Na, ich hab's gesehen. Das ist jetzt blöd. So. Da muss ich auch noch zerstören. Beziehungsweise kann man da mit dem Pfeil und Bogen reinschießen. Ja! Yes! Die sind kaputt, jetzt kann er sich nicht mehr regenerieren. Jetzt kann man abschießen mit Zauberstäben, mit Pfeilen, mit allem möglichen. Ach, da hinten ist noch ein Kopf. Ach du Scheiße. Überall sind diese scheiß Köpfe. Also die Köpfe kenne ich nicht, die sind mir persönlich neu. Zack, jetzt sind die auch zerstört. Du musst halt überall gucken, wo der Drache Fäden zieht. Da heilt er sich noch. Aha. Zack. Wo heilt denn der sich noch? Da hinten habe ich doch noch irgendwo einen Faden gesehen. Ah, da hinten ist auch noch ein Kopf. Na, wenn du da hinrennst, brauche ich nicht dahin. Na, ich schieße hier einfach mit dem Pfeil rein. Zack, jetzt ist das auch zerstört. Da hinten ist doch noch was, oder? Ja, da bin ich gerade. Okay, okay. Mann! Zack, ich habe ein bisschen getroffen, den Enderdrang. Ich versuche den gerade mal abzuschießen und du machst da die Dinger kaputt. Hast du Spitzhacke oder Pfeile oder? Ja, ich werde hier die ganze Zeit von Enderman angegriffen. Oh Gott, ja, weil sie dich jetzt auf dem Kieker haben. Das ist natürlich nicht so prickelnd. So, die Dinger sind kaputt. Ich helfe dir mal mit den Endermen. Hier kommen ja noch mehr an gerade. Am besten den hinter dir ist einer. Das einzig Gute ist, du kriegst natürlich Haufen... Wow, wer hat mich jetzt hier weggeprügelt? Hier. Der Enderman. Der Säckel da. Der Enderman. Der Drache. Der Drache. Wow. Mhm. Wo ist denn der hin? Ach, da ist er. Jetzt können wir den versuchen, Platz zu machen. Ja, ich hau den immer. Ja, also ich kann es nur mit... Ich probiere es mit Pfeilen. Ich versuche mal, den so auf die Fresse zu geben. Zack. So, schade, dass man den halt nicht besser zu schnappen kriegt, wenn der da oben ewig rumfliegt. Mhm. Aber so hat man natürlich auch ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Ach, da oben ist noch was, wo er sich heilt. Ja, mach du das mal kaputt. Ich guck mal, ob ich ihn klatschen kann hier. Ja. Oh, der hat mich gerade gehauen, der Affe. Wo ist der Freak jetzt? Der fliegt hier überall rum. Ich habe ihm gerade noch einen Energieballen kaputt gemacht. Siehst du den? Ja, der fliegt hier über mir rum. Ach ja, genau, ich bin hinter dir. Mal gucken, ob er noch wohin fliegt sich halt. Ich glaube, mittlerweile kann es... Jetzt kommt er niedrig an, jetzt kann ich Pfeile schießen. Yeah!
Boah, der tut ja immer die Enderman richtig mit wegprügeln, wenn er kommt. Das ist aber gut so. Zack, komm schon, ich will dir einen Pfeil in die Brust schießen. Meine Fresse. Wie kann man denn den am besten anlocken? Ich fliege hier einfach mal auf so einen Schädel rauf. Vielleicht kann ich ihn da besser treffen. Zack. Ah, nicht getroffen. Komm her, Enderman. Enderdrache. Der Dicke soll jetzt halt mal herkommen. Ich habe keinen Pfeil oder sowas. Ja, da unten ist er. Ei, ich sehe wieder nichts. Ach, nicht getroffen. Scheiße. Ach, scheiß Enderman. Ja, und verdammte Scheiße, dass es hier ständig leckt. Boah, ich habe einen Drache gerade durch Zufall getroffen. Aber der Enderman, der hat mich natürlich auch erwischt. Ja, so. Sternschnuppe. Ja, das ist gut. Hier kann man auch ab und zu mal eine Sternschnuppe einsammeln. Ich habe nur noch 47 Pfeile. Ich habe einen Drache gerade einmal getroffen. Jetzt kommt er wieder. Ach, verdammt, wieder vorbei. Komm her, du Scheißdrache. Ich versuche den hier Zack. Oben irgendwie ein bisschen zu kloppen, aber... Hier ist ständig ein Enderman, der sich her teleportiert und wieder abhaut. Und schon wieder leckt es. Zack, wieder getroffen. Komm her, Drache. Bam. Ach, die Pfeile. Das ist übelster Pfeilverschleiß hier. Mann, wieder nicht getroffen. Komm her, Drache. Jetzt kommt er. Wow. Ich will auch klatschen. Ja, da haben wir ihn schon ein paar Mal gehabt hier. Ach, scheiß Enderman. Lasst mich in Ruhe. Oh, wieder getroffen. Aber meine Gesundheit macht langsam zu schaffen. Ich muss mal ein Brot essen. Ist deine noch voll? Ja. Okay, immer drauf Acht geben. Na komm noch mal her, du Fettsack. Ich habe ihn gerade noch mal mit Pfeilen treffen können. Na, ich hab's gesehen. Na, Dicky, komm. Komm, Fetti, 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 komm. Mensch, ei, ei, ei. Ihr da kommt er runter. Da, haha. Ah, jetzt hat er schon nur noch die Hälfte. Ha, voll erwischt. Na komm her, Fetti. Fetti, Fettsack. Zack. Oh, Komet wieder. Den schnapp ich mir. Hast du ihn gesehen? Ja. Okay. Drache kommt. Zack, ich habe ihn erwischt. Hinter dir. Oh, jetzt hat er dich weggebolzt. Immer den Electric Steph in der Nähe haben, falls du dich irgendwo die Welt runterschubst, dann kannst du schnell wieder hochfliegen. Wäre schade, da drauf zu gehen. Ja. So, komm schon, Fetti. Jetzt steuert er direkt auf mich zu, das ist gut. Zack. 17 Schaden reingerotzt. Siehst du noch fliegen? Ja, der ist hinter dir, ne? Ja. Ja. Genau, ich sehe dich nämlich da unten. Ich stehe auf dem Kopf hier oben drüber. Und halt mit dem Bogen gespannt, wie Legolas hier stehe ich auf der Lauer. Aber so weit... Oh, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er im Ansturz. Ach, den habe ich nicht erwischt, aber du. Ja. Zack. Boah. Ich erwische ihn gelegentlich auch mal. Ja, mit dem Schwert. Zwar nicht oft, aber ich erwische ihn auch. Mit dem Schwert ist doch gut. Bald haben wir ihn geschafft. Ja. Zack, wieder erwischt. Komm runter, du Arschloch. Komm schon. Ich halte den Bogen schon gespannt. Komm her! Komm her! Komm her! Ach Mensch, können die jetzt Endermans kommt er, nicht ich glaube, der kommt, der kommt, der kommt. Zack, hat aber auf mich zugesteuert. Zack, nochmal getroffen. Er soll jetzt mal runterkommen. Ja, der ist bald kaputt. Der hat nicht mehr viel. Jetzt kommt er wieder. Ach nee, jetzt doch nicht. Ich habe nur noch 15 Pfeile. Jetzt hätte ich mehr Pfeile haben sollen. Komm, 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 komm. Zack. Okay. Dann. Ja, ist natürlich scheiße, wenn der bei mir ist und du schießt dann auf den, dann fliegt er wieder hoch. Dann kann ich ihm keinen Schaden machen.
Jetzt kommt er wieder. Ach so, der fliegt dann wieder weg, oder was? Ja. Ich dachte, der behält seine Flugbahn bei. Das hat man doch bei mir gerade gesehen. Ja, das, stimmt. Wo der bei mir war und du geschossen hast, dann ist er weg. So jetzt kann kommt er wieder zu dir, jetzt kommt er zu dir. Uah. Komm her, du Arsch. Jetzt ist er wieder weg. Ah, verdammt. Komm her, hat meinen Pfeil und Bogen. Trotzdem mal gespannt. Jetzt müsste er zu dir kommen, jetzt ist er ziemlich niedrig, oder? Nee. Wie ist Butz da unten rumrennt. Und die Ender... Manu, komm schon, komm schon. Butz allein in der Enderman-Welt. Zack. Komm her. Sehr geil. Die Pfeile auf dem Rückweg hatten den nochmal getroffen. Oh, da hat er wieder was verloren. Na, kommt er jetzt zu mir? Kommt er auch mal zu mir, oder was? Hallo. Ja, der kann auch mal zu mir kommen. Ich bin hier voll am Arsch. Mir ist voll langweilig hier. Dabei ist der Drache ein schwerer Gegner. Komm jetzt! Na, der hat nur noch einen Balken Energie. Jetzt kommt er wieder in deine Richtung. Komm, putti, komm. Putti. Jetzt kommt er zu Butz. Ja. Boah, das Butz. Boah, hier, oh, übelst das Feuerwerk. Boah. Ja, fett. Boah, und die Erfahrungspunkte. Boah, wie viele Erfahrungspunkte der verloren hat. Was passiert denn jetzt? Du,